Ja, herzlich willkommen Leute, es ist Samstag. Ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen heute und ich bin jetzt hier wieder am Bahnhof. Ja, wieder Trainspotten ist angesagt. Mal schauen, was heute kommt. Es ist schon 18.15 Uhr, glaube ich, am Abend, ja. Es sind ein paar Wolken, aber ich denke nicht, dass es jetzt regnen wird. Und da oben, da ist der Autobahn und da ist gerade 9 Kilometer Stau. Samstag ist immer Stau da. Also wenn viele Leute in Urlaub fahren, ist Samstag meistens blöd. Also Leute, wenn ihr irgendwann mal auf Urlaub fahren solltet und fährt nicht über diese Autobahn oder fährt nicht Samstag Urlaub. Eine blöde Empfehlung, wenn, weicht aus. Fahrt über den Wurzenpass zum Beispiel hier, auch in der Nähe. Oder fährt Leubelpass, ist auch hier, ist weiter runterfahren, muss ein bisschen weiterfahren, ein paar Umwege, aber sonst steht man 1,5 bis 2 Stunden im Stau und das wollte, denke ich, nicht. Also eine Empfehlung, fährt hier nicht am Samstag Urlaub. Außer in der Früh, vielleicht 6 Uhr geht ja noch, aber ab 9 Uhr würde ich es nicht empfehlen mehr. Also wenn ihr Urlaub fährt, fährt nicht Samstag. Probiert irgendwann anders. Oder bucht den Urlaub, auf Sonntag könnt ihr auch Urlaub fahren. Ihr könnt ja jeden Tag Urlaub fahren, außer Samstag. Außer Samstag, weil Samstag ist einfach beschissen, da ist gerade Stau. Früher war 12 Kilometer Stau. Jetzt ist, glaube ich, nur mal 9 oder so. Ich glaube, trotzdem bis 20 Uhr muss ich schon noch warten, bis der ganze Stau weg ist. Man hört auch vielleicht Hupen manchmal hier oben. Aber da ist wirklich so viel Stau. Ihr könnt es ja euch mal anschauen, wenn ihr wollt. Geht einfach auf die Internetseite von, Asfinag. Geht einfach auf die Internetseite. Da könnt ihr, das sind so Kameras auf der Autobahn platziert. Da oben, ihr kennt ja vielleicht diese Brücke da oben. Da ist eine Kamera drauf und die filmt da runter. Und ich könnte euch mal Samstag, guckt mal ungefähr Samstag um 12 Uhr rein ins Internet zu der Kamera. Und geht einfach hier auf, wie heißt es? Ich verlinke das in die Beschreibung. Geht einfach da drauf. Samstag ist meistens Stau, sonst eher nicht. Aber geht da mal drauf auf die Seite und ihr werdet sehen, geht auf einem Samstag, Nachmittag oder Vormittag, so um 12 Uhr oder 14 Uhr, geht mal auf die Seite dann. Ihr werdet sehen, oder jetzt gerade im nächsten Moment, wenn ihr das Video seht, könnt ihr auch mal auf den Link klicken und dann könnt ihr sofort gucken, was auf der Autobahn abgeht. Und ihr werdet sofort sehen, wenn ihr es auf einem Samstag das Video seht, klickt den Link an und ihr werdet sofort sehen, Stau. Also im Sommer zumindest. Im Winter ist es nicht so, aber im Sommer ist hier größtenteils samstags immer Stau. Okay, manchmal war auch schon Sonntag oder Montag, aber ist eher seltener. Eher Samstag, Leute. Also ich empfehle euch nicht, Samstag Urlaub zu fahren, besonders hier nicht über diese Autobahn. Und da ist noch Baustelle bei der Autobahn. Da brauchen sie gerade die zweite Tunnelröhre. Und da geht sowieso momentan eher nichts. Also in 5 Jahren ungefähr wird da, denke ich, der ganze Tunnel so fertig sein. So in 5 Jahren oder so wird er ungefähr fertig sein, denke ich mal. Und dann geht's richtig los. Und dann ist weniger Stau. Ich denke es mal, weil durch eine Tunnelröhre können nicht so viele Autos fahren und auch nicht so schnell fahren wie durch zwei. Ich freue mich echt schon, wenn die zweite Tunnelröhre rauskommt. Dann bin ich, glaube ich, auch 18 Jahre alt oder so, wenn das rauskommt. Wenn sie fertig ist halt. Und dann werde ich selbst mal da durchfahren, wenn sie eröffnet wird. Gleich auf den ersten Tag durchfahren. Das wäre geil. Aber es gibt dann bestimmt eine Eröffnungsfeier. Denke ich halt. Hier fährt auch ein Holländer hier drüben. Vielleicht sieht man das hier. Gelbes Kennzeichen. Sieht man das? Ja, sieht man. Gelbes Kennzeichen. Deswegen heißt Holland. Oh, grün ist hier unten angegangen. Seht ihr das? Z. Das heißt, es kommt was. Gleich. Und jetzt nochmal. Eine Nachricht habe ich noch. An alle Train Simulator Fans. Oder an alle Zug Simulator Zocker. Wie auch immer. Ich habe mir heute wieder bei Steam was gekauft. Und zwar habe ich mir die BR440 gekauft. Also so ein Triebwagen, der in Deutschland immer fährt. In München rum fährt er immer. Nach Donauwörth, Treuchtlingen, Ulm, Passau, irgendwie in diese Richtung halt. Darauf Richtung Augsburg auch. Ja, darauf halt. Und da fährt er halt immer. Und ich dachte so, ja, ich kaufte mir einfach, kostet 14 Euro,
hat einen kleinen Fehler dazu. Also wenn man den Schalter, also den Kombihebel oder wo man diesen Hebel zum Fahren vortut, dann also wenn man bremsen will, geht er nach vor und wenn man fahren will, geht er nach hinten. Ich glaube, das ist ein Fehler. Der Holländer fährt wieder zurück, oder was? Ich glaube, der hat sich verfahren, oder was? Ich glaube, der hat sich verfahren, Leute. Naja, bis später.